So, mal weiter hier. Den wunderbaren Spiel des Lebens. Ein Duplikat. Okay, nice. Das fragt mich dann immer so. Sehr schön. Quicklock ist einfach nur toll, also. Auch schön. Tja. Harter Befehl. Jetzt kommt. Das Schöne ist, wir haben jetzt das Ansehen, um in unseren Smart Overpacks noch nachzukaufen. Ein Hirnschoner. Das ist irgendwie nice, neues gleich drauf. Ich hab das vergessen. Aufdruck ist ja auch nice. Also Hirnschoner, finde ich sehr schön eigentlich. Das ist wie ein Motorradhelm, aber es ist auch mit legitim. Jetzt habe ich 119 aufgemacht. Jetzt habe ich 119 aufgemacht. Eine Tarnung, die man drauf macht. Was ist denn los? Immer Black als jetzt. Hier kommt. Ist okay, ein Black als. Was ist los mit euch? Ich will Black als haben. Wieder kein Black als. Ach, ist das ätzend. Stimmt. Ach ja, Chimera. Du folgst mich immer noch. Das sind einfach keine schönen Tarnungen, liebes Ubisoft-Team. So, könnte es bitte nochmal ein drittes Black Eis sein? Natürlich nicht. Uniform, aber danke trotzdem.
Das frage ich mich auch, Thomas. Wobei Valkyrie hier wenigstens irgendwie scharf aussieht, aber ja. Auch alles gut. Ich musste warten, bis mein jüngstes Kind aufgehört hat zu meckern. Ja, die Inzidenz wird noch besser. Endlich mal wieder ein Plätzchen, sehr schön. Inzidenz wird ganz sicher noch höher werden, wenn man sieht, was wieder in Dresden los war. Das war wieder mal sehr, sehr schön. Sie gönnen dreimal Plecker bis jetzt. Die Pistole jetzt hier, dann Schrotflinte, FBI, also Puss, Castle, Termite und noch hat und was war hier noch Plecker ist. Hatte ich noch Plecker ist? Gute Frage. Ja, das ist logisch. Wie gesagt, die Leute halten sich hier nicht an die Regeln. Und dass es da hochgeht, ist relativ klar eigentlich. Wenn du siehst, dass in Dresden Leute Beamte nur beschimpfen, sondern im Schwitzkasten nehmen und angreifen tätlich, ja. Fällt mir nichts mehr dazu ein. Ja gut, ich habe bei 250 Alpha Packs angefangen. Bin jetzt bei 109, also habe ich 141 aufgemacht und habe dann noch genug, um noch 100 nachzukaufen. Also ja, was, du gönnst mir jetzt mal sowas Freches. Also ich habe zu viel Glück, wenn ich in 2% der Fälle ein Alpha-Pack ziehe. Okay, alles klar, Thomas. Ist sowas von klar, Thomas. Ja. Das ist ja nur noch Schrott. Ah, jetzt. Kein Duplikat, ich hätte schwören können. Moment. Hätte schwören können. Ach, guck mal. Ich habe das und das, die sehen fast gleich aus. Ich wollte gerade sagen, ich hab das heute schon mal gezogen, aber nein, es ist leicht unterschiedlich. Cool. Nächste Woche frei. Ja, mal gucken. Ich habe versucht, übrigen Gasturlaub einzureichen. Mal gucken, ob es genehmigt wird. Dann schon. Ansonsten, nein. Perfekt. Da ist übrigens nach dem dritten Lockdown die Frisur von jedem Thomas. Szene des Chaos.
Dienstag bin ich auf jeden Fall auch arbeiten. Da habe ich ja nicht eingereicht, aber mit ein bisschen Glück habe ich halt Mittwoch erstmal Urlaub, aber mal gucken. Ah, ich muss. Nee, meine Frau hat eine kurze Haarschnitt, bis das so aussieht. Da war ich jetzt näher dran. Aber ich war den Montag, also nicht die erste Woche, die Woche drauf, also am 8.3. hatte ich Friseurtermin. Bleckeis, na also, guck mal, viertes Bleckeis, ist das noch was? Oder ich fast alles bei Sledge Blacker. Ist das nicht toll, Thomas? Wenn ich dann noch die Pistole Black Eyes hätte, die man unbedingt braucht. Nee. Thomas, das meine mit meiner Frau, das siehst du doch. Warum, weil ich Black Eyes habe? Das habe ich schon gefühlt seit einem Jahr auf dem Account, aber gut. Mindestens wegen der SMG-11 jetzt. Spiel ja Mute-Pumpe ab und zu, aber eher. Rotations. Du willst echt Jäger Fleckeis haben, ja, musst du Alpha Packs sammeln und öffnen, ja. Das soll ich dir zu sagen. Na also, Fleckeis, geht doch. Sammeln ist der Weg. So. Hab ich hier schon Red Dot? Was ist denn hier los? Gottes Willen. Wo ich Red Dot drauf? Okay. Hat keiner gesehen. So. Das ist wieder meine Schuld, natürlich. Ich habe halt zwei Kinder, was kann ich dafür? Und eine sehr liebesbedürftige Ehefrau. Ah, russische Tat. Wow. Wir sind. Ich werde Tachanka spielen. Mit der Kopfbedeckung. Und wenn ich nichts treffe, sage ich einfach, ja, gerne, kann nichts sehen. Das ist echt guter Plan. Also, Einigungskraft, schön. Und du musst doch Dark Souls 3. Also, Raphael hat auf jeden Fall Talent, also das muss man ihm lassen. Ich bin einfach der Meinung, wir spielen einfach mit Laura. Laura zieht einfach jeden Freck. Das ist dann. Aber du siehst, wir brauchen immer eine Frau, wir müssen die Frauenquote einhalten. Das ist ganz wichtig. Das sind solche. Uff.
Thomas, jetzt hast du es gejinxt. Ja, das ist das, ja, weil du weißt, wie es geht, klar, weil du in der Übung drin bist. Wenn du jetzt mal, sag ich mal, 2 Wochen das Spiel nicht mehr anfasst und dann wieder Dark Souls spielst, wird das, glaube ich, wieder ein bisschen härter. Das ist mit allen so. Ich hatte heute Mittag. Das ist ja nicht schwierig vom Kampfsystem. Assassin's Creed Syndicate kurz gespielt. Das ist einfach mit Kontern und so weiter fort, aber trotzdem, nee, das Rennen war ungewohnt. Und Parcours über die Dächer, das war sehr ungewohnt wieder. Habe jetzt ja meistens wie ganz ruhigen Spiele gespielt, wie Help Will Come Tomorrow und sowas. Und zu Laura lustige Story. Ja, jetzt bin ich angefixt. Jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht. Das stimmt. Jetzt muss ich unbedingt mit dir zocken. So. Rosenrot. Dark Souls 3 auf jeden Fall riesen Respekt, das ist wirklich ein schweres Spiel, also. Weil immer ein Genre, wo ich immer nur so mittelmäßig bin. In der Meinung hätte Ubisoft eine Hälfte der Entwicklungszeit da reingesteckt, sie benutzt haben, um die ganzen Tarnungen zu machen, einfach um Hit Registration, Lags und solche Geschichten zu fixen, wäre das Spiel viel besser dran. Aber gut. Ah, perfekt. Ich wiederhole es, ich habe eine Elite-Uniform Ubisoft. Was soll das? Ist nicht mal eine hässliche Kopfverdeckung, das ist das Schlimmste. Gleich mal ganz cool, aber ja. Fünf Meter langes Schwert. Gefühlt 5 Meter lang, okay, ja. Ja, das ist so ähnlich wie mein Cousin hier, also mein Halbcousin hier, der Polizist. Der mein Gewehr so toll fand und seiner Meinung war, hat er schon MG geschossen, alles mögliche und er kann das und dann hat er immer noch geschossen, hat die Schulter blau gehabt, das fand ich sehr lustig. Ah, ja, das mache ich drauf dann. So ist das. Gleich drauf, ich mach's nachher drauf. Ich hab da jetzt, glaube ich, diese großen Tarnung drauf. Was Alpha Packs, Toni? Es waren 250. Ich kann auch welche kaufen dann und ich habe jetzt noch 56. Also. Ich habe jetzt knapp 196 schon geöffnet. Und jetzt glaube ich viermal Black Ice oder so. Also Black Ice, ja. Black Ice Rate etwa 2% derzeit. Doc Chibi, perfekt. Ich mache nichts, einfach über einen Doc schiebe dran, Teamkiller dann aus Versehen. Wieso? Sieht
Schnee so ähnlich aus wie Gridlock, dieses EU irgendwo so, so ähnlich, verstehe ich nicht. Egal. Stimmt, siehst du, ich habe gezogen, Pumpe FBI, die Pistole von Buck und ich hatte gezogen hier MG RQ. Lecker, stimmt. Die 8. Hübsch, für mich als Kalimin perfekt. Die Dinge. So, jetzt komplett rein. Jetzt ziehe ich immer so viel für Operator, die ich nicht spiele. Bundeswehr. Perfekt. Wer kann jetzt die Zeichen lesen? Ja, auf dem Zettel steht niemand. Ja, das ist wieder. Ist das nicht toll? Dark Souls 1 Remastered, okay. Aber Dark Souls ist eigentlich der schwierigste von den ganzen? Oder ist die Remastered dann leichter? Delete-Uniform Ubisoft. Ah, okay. Also ist Dark Souls 2 der schwierigste Teil, dann Dark Souls 1 und Dark Souls 3 der leichteste. Okay, verstanden. Josh. Kann sein, dass du nicht mehr ins Praktikum musst. Aber natürlich. Ah. Politiker sind immer für eine Überraschung gut.
Weiß nicht, also in Dresden jetzt war es, wie gesagt, echt schlimm mit den Leuten auf den Straßen. Querdenker, auch wenn das nur knapp 1000 Leute waren. Es klingt ja erstmal viel, aber 1000 Leute sind ja schon, ja, auf Dresden alleine bezogen. Und seit ich halt angereist bin, ist das eigentlich eine absolute Minderheit von Idioten. Aber natürlich können die schön spreaden. Ne? Ich weiß nicht, Berlin hat oben ein paar hundert Idioten gehabt, soweit ich weiß, aber ich weiß ja nicht, wo noch überall Leute auf die tolle Idee gekommen sind, gegen die Maßnahmen zu verstoßen und große Ereignisse zu machen. Perfekt. Ich wollte schon immer diese Kopfbedeckung haben. Also ist ein Dark Souls zwar das Spiel an sich gar nicht so viel schwieriger, sondern die Hit-Tracker ist einfach nur beschissen. Und deswegen ist es schwierig. Naja, es wird hochgehen, da aus Österreich, da die österreichische Grenze nahe ist, diese Mutationen relativ stark drin sind. Wäre in Sachsen schon die Mutation zum höheren Teil da, dann wäre ja Schicht im Schacht. Kam ja, oh Gott, irgendwann letzte Woche gab es neue Mutationen, die wurde auf dem Berliner Flughafen festgestellt. Die hat im Prinzip Merkmale von der brasilianischen, von der südafrikanischen, von der britischen Variante. Ist irgendwie B15 irgendwas und war tatsächlich ein Passagier aus Sachsen, aber der ist gleich am Flughafen getestet, gleich isoliert und gleich in Quarantäne. Und denn wenn hier irgendwie sowas wäre, wenn hier Mutation wäre, Feierabend. Also wir haben noch den ursprünglichen Wildtyp, wir haben immer diese britische Variante hier bisher. Und wenn die jetzigen Maßnahmen können die Mutation nicht mal mehr eindämmen. In Großbritannien haben die zum Teilweise, in London haben die zum Teil Apotheken etc. nur noch mit vorneweg terminliche Anmeldungen betreten dürfen. Also ähnlich wie es bei uns in einzelnen Geschäften ist oder halt über einen Schalter bedient. Also sagen nur Dienstklappe. Wenn die Mutation hier komplett ist, dann wird das hier ähnlich werden. Beziehungsweise, oder das Geld wäre hoch. Eine tolle Tarnung. Schau Thomas, ich habe keinen Black Ice Luck mehr. Packs erhalten. 50 Stück. Mit Anbind freischalten. Freischalten. Also wenn man halt wirklich so viele Packs öffnet und so wenig Blätter sieht. Ein Blackeis-Duplikat. Hier Thomas, ich muss Smoke zunächst mit FMG9 spielen, eigentlich schon lange Blackeis. Immer so viel dazu, ne? Also das ist nix damit Pumpe. Nee, nee.
das war Karma, wieso bist du Karma? Verstehe ich nicht.